Heute geht es um eine Preisvorhersage für Ethereum, und zwar liegt die Vorhersage bei 40.000 Dollar laut James Wang, und absolut realistisch. Und warum das so realistisch ist, besprechen wir in diesem Video nach dem Intro. Eigentlich James Wang, das ist ein ehemaliger Mitarbeiter von Cathie Wood, also von ARK Invest. Und ihr wisst ja, ich bin ein absoluter Fan von ARK Invest und von Cathie Wood, im Speziellen in dem traditionellen Markt. Und auf jeden Fall hat er eine Rechnung aufgestellt, wie Ethereum auf 40.000 Dollar kommt pro Coin. Und das ist einfach nur realistisch. Darüber sprechen wir jetzt. Bevor wir das machen, einmal auf jeden Fall das Video liken, den Kanal abonnieren und die Glocke auch drücken, damit ihr immer informiert werdet, weil es ist alles, was wir über den Kryptomarkt sprechen, Finanzen, ist zeitrelevant. Okay, deswegen unbedingt auf dem neuesten Stand sein, und starten wir mal. Also, wie gerne magst du deine Bank? Hast du vielleicht schon mal bei der Bank versucht, einen Kredit zu bekommen? Das ist das Nervigste, was es überhaupt gibt. So, möchtest du deiner Bank Geld geben? Erstmal darfst du nicht sehr viel Geld haben, weil wenn du sehr viel Geld hast, dann kann sein, dass sie dich rausschmeißen, weil die dich nicht wollen. Also es ist nicht so, dass du denkst, ey, eine Bank, die freut das voll, wenn ich Geld habe. Nein, es ist genau das Gegenteil. Also, du läufst Gefahr, wenn du viel Geld hast, dass sie dich rausschmeißen, und du verleihst dein Geld, und es kommen sogar Negativzinsen, wenn du viel Geld hast. Das heißt, du verleihst dein Geld, damit die Bank mehr Geld macht, und dafür zahlst du der Bank auch noch Geld. Das ist ein Finanzsystem, da denkt man, ey, das ist doch zu krass. Und das alles wird gelöst mit DeFi, was man auf Ethereum baut. Und stell dir vor, wenn du zum Beispiel einen Kredit haben willst, auf irgendeiner DeFi-Plattform wie zum Beispiel Aave oder BlockFi, Celsius oder was auch immer, so eine Landing-Plattform, dann hast du deine Bitcoin, sagen wir mal, du hast Bitcoin im Wert von 10.000 Dollar, dann kannst du sofort die Hälfte, kannst du das als Sicherheit da lassen, kannst einen Kredit beantragen und kriegst ihn innerhalb von einem Tag, manchmal innerhalb von ein paar Stunden. Du hast sofort Geld auf deinem Konto. Du musst keine Bilanzen, keine Ahnung, du musst nicht 25.000 Mal dich mit den Bankberatern treffen, du musst gar nichts machen. Du drückst einen Klick, lässt deine Sicherheit da und kriegst sofort bis zu 50% von deinem Wert. So, und wenn du in Stablecoins, also wir wissen ja, der Markt, der Kryptomarkt schwankt extrem, aber du kannst ja auch nicht in irgendeine schwankende Währung dein Geld stecken, sondern wenn du sagst, ach, das ist mir alles zu riskant, ich tue mein Geld einfach in einen Stablecoin, der ganz genau angelehnt ist an dem US-Dollar als Beispiel, dann kriegst du auf diesen Plattformen, egal ob Celsius, BlockFi, diese ganzen Plattformen, kriegst du um die 8-10% Return. Also für wie viel der 7 Milliarden Menschen würde es sich anhören, du kannst den ganzen Service, den eine Bank bietet, kannst du machen, ohne kontrolliert zu werden, ohne deine ganzen Unterlagen abzugeben, und du kannst Kredite bekommen, ohne dass dich irgendjemand nervt, so. Und du kriegst anstatt Minuszins oder 0,001%, kriegst du 10%. Wie viele von 7 Milliarden Menschen würden sagen, das ist voll der Scheiß-Deal? Keiner. So, das heißt, es ist so offensichtlich, dass das Bankensystem praktisch kaputt macht. Wie viel macht das Bankensystem an Umsatz pro Jahr? Es sind 3 Billionen. 3 Billionen. Wenn Ethereum jetzt nur ein Market Share, also ein Anteil von 1% kriegt, von 1%, wo 7 Milliarden Menschen sagen, ey, natürlich, ich kriege lieber 10% da, als 0% oder 0,001% bei der Bank. Ich gebe denen nicht mein Geld, damit die mit meinem Geld mehr Geld machen und mich da nicht teilhaben lassen mit 0, irgendwas Prozent. Nein, ich gebe es lieber für 10%. Wenn nur 1% dieses Market Caps, also die den Anteil bekommen von 1%, dann ist der Ethereum-Preis bei 40.000 Dollar. Take the global financial system and the banking system and the auditing system, $3 trillion in revenue a year. If it captures 1%, it would be worth $40,000 per Ethereum, per Ether. And that's a 20x from where we are today. So like, that's very clear. And that's only one use case, right? And because it's a platform, it can like
6 months from now, we could be talking about some entire new case we couldn't have imagined and estimated right now. Wir sind ganz am Anfang. Wenn du dieses Video guckst, dann sind wir noch ganz am Anfang. 99% sind noch nicht da drin. Aber die Menschen werden aufwachen. Und das ist nur ein Teil von dieser Ethereum-Plattform auf Blockchain-Technologie. Das ist nur DeFi. Und da ist noch gar nicht NFT mit drin, dass in Zukunft alle Künstler, alle großen Musiker und so weiter werden ihre ganze Kunst auf Blockchain-Technologie verkaufen, weil dann kein Mittelmann drin ist, keine Plattenfirma, die dir sagt, oh, heute trägst du aber hochhackige Schuhe. Und wenn du sagst, nee, will ich aber nicht, dann sagen die, alles klar, dann beenden wir den Vertrag. Das ist da alles nicht mehr. Die Künstler können unabhängig auf Blockchain-Technologie ihre Kunst verkaufen. Und das ist noch NFT. Und darüber hinaus kommen noch die ganze Gaming-Szene, die größer ist zum Teil als Sport gucken, also als Fußball oder Basketball gucken. So, also, und das zählt noch nicht mal dazu. Es geht nur um DeFi. Und nur damit, wenn sie nur 1% bekommen von diesem Market Share, dann ist der Ethereum-Preis bei 40.000. Schreib mal unten rein, ob das für dich realistisch ist, dass 1% der Menschen sagen, okay, Moment mal, was ist das denn jetzt alles? Alle meine Stars, alle sind jetzt nur noch irgendwie mit NFTs unterwegs. Ethereum, was ist denn das? Alles klar, ich glaube, das ist ganz cool. Wenn das Bewusstsein, schreib mal unten rein, ob du das als realistisch siehst oder ob du sagst, nee, das wird auf keinen Fall jemals passieren, dass die Menschen aufwachen. Okay, richtig krass. Wollte einfach nur ein kurzes Video darüber machen. Es ist extrem und ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Like auf jeden Fall das Video, abonniere den Kanal und denk immer dran, das ist noch wichtiger, als in ein Coin zu investieren und einen 10, 20, 30-fachen Return zu haben, ist immer ins eigene Wissen zu investieren, um besser zu werden. Umso besser du wirst in jedem Bereich, Gesundheit, Beziehung, Stressmanagement, Zeitmanagement, umso besser wird dein Leben. Das ist ja ganz klar. Und deswegen guck unbedingt die Free Tour im Matrix-Prinzip. Da erkläre ich ganz genau, wie ich aus dieser Versklavung rausgekommen bin. Und wie ich nicht mehr vom Chef mir sagen lasse, hey, du tust jetzt was gegen deine Gesundheit. Ist egal, ob du es willst oder nicht, sonst wirst du gefeuert. Wie man sich da rausziehen kann, komplett. Dass niemand einem sagt, hey, du machst jetzt das oder das. Das erkläre ich im Matrix-Prinzip in der Free Tour. Deswegen guck die unbedingt. Und das war es erstmal für heute aus dem warmen Dubai. Und bis dann, meine Freunde, euer Coach Cecil.